Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Technikserie. Ich bin Thorsten Eil und in der heutigen Ausgabe meiner Technikserie geht es um ein Thema, das immer wieder beim Klavierspielen eine wichtige Rolle spielt, nämlich um die Unabhängigkeit der Hände. Und heute geht es um eine spezielle Fragestellung, nämlich darum, wie kann ich in der einen Hand Legato spielen, während die andere Hand Staccato spielt. Als Übung zu diesem Thema empfehle ich dir zunächst mal einfach eine Tonleiter zu spielen. Die ersten fünf Töne einer Tonleiter nehmen wir ausnahmsweise mal nicht C-Dur, sondern nehmen E-Dur. Die ersten fünf Töne. Und jetzt beginnst du damit, dass du in der linken Hand Staccato spielst und in der rechten Hand Legato. Wir spielen ganz langsam und übertreiben jetzt diese Bewegung in der Hand, wo wir Staccato spielen. Also das heißt, jetzt das Ganze umgekehrt. Wenn diese Übung gut klappt, dann gehst du hin und verkleinerst diese Bewegung. Natürlich das Ganze auch gegenläufig spielen. Auch wenn das gut klappt, dann gehst du wieder hin und verkleinerst die Bewegung. Ich spiele sehr, sehr langsam. Das ist bei solchen Übungen immer eine wichtige Voraussetzung, weil du das Ganze zuerst mal im Gehirn und im Bewusstsein dir sortieren musst, dass die eine Hand eben unten bleibt, während die andere Hand sich bewegt. Und von daher ist auch hier immer wieder das Geheimnis, langsam zu spielen. Okay, wenn du das Ganze auf diese Art und Weise geübt hast und das funktioniert schon recht gut, zum Beispiel sowas. Jetzt andersrum. Wenn du das gut hinbekommst, dann nimmst du die Stelle aus dem Musikstück, das du gerade spielst, und trainierst das Ganze mit dieser Stelle, um die es in deinem Musikstück geht. Auch wenn du das Ganze als Teil eines Musikstücks übst, macht es natürlich Sinn, auch diese Phrasierung mal umzudrehen. Also wenn eigentlich vorgesehen ist, dass du in der rechten Hand Legato spielst und in der linken Hand Staccato, dann darfst du das Ganze auch gerne mal umdrehen und in der linken Hand Legato spielen und in der rechten Hand das Staccato. Also solche Sachen umzudrehen ist immer eine gute und hilfreiche Sache. Wichtig bei dieser Übung ist, dass du nicht erwartest, dass du diese Übung einmal machst und dann für alle Zeiten dieses Thema erledigt hast. Sondern wenn du eine spezielle Stelle hast, dann solltest du jeden Tag damit anfangen, also mindestens mal eine Woche lang, jeden Tag damit anfangen, zunächst mal die Bewegung zu übertreiben. Und zunächst mal auch nur diese Tonleiter zu üben. Dann bei der Tonleiter diese Bewegung verkleinern. Und dann die entsprechende Stelle aus deinem Stück üben. Und auch bei dieser Stelle aus dem Stück damit beginnen, zunächst mal die Bewegung zu übertreiben. Und erst dann die Bewegung wieder zu verkleinern. Wenn du das wirklich jeden Tag eine Woche lang machst, dann solltest du an der Stelle wirklich schon große Fortschritte sehen. Und für den Fall, dass eine Woche nicht ausreichen sollte, dann nimm dir eben die Zeit, auch das Ganze mal zwei Wochen zu üben. Ja? Also das ist wirklich ein wichtiges Thema, egal was du übst, dass du bitte nie erwartest, wenn ich das einmal geübt habe, dann klappt das für immer und alle Zeit, sondern solche Sachen musst du wirklich eine Woche, vielleicht zwei Wochen, vielleicht auch drei Wochen immer wieder jeden Tag wiederholen.
Okay, das war's an dieser Stelle. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über Daumen hoch und wenn du das Video mit deinen Freunden teilst. Ansonsten freue ich mich auch immer über eine Freundschaftsanfrage bei Facebook. Wenn du Fragen hast, dann hinterlass mir einfach einen Kommentar. Und was gibt's noch zu sagen? Ja, wenn du gerne Unterricht bei mir nehmen möchtest, dann ist das natürlich auch möglich. Entweder über Skype oder hier direkt bei mir in Heroldsberg. Auch dann kannst du einfach über die Homepage mit mir Kontakt aufnehmen. Das war's. Ich wünsche dir weiterhin viel Freude beim Musizieren und bis zum nächsten Mal.